Okay. Jetzt ist es meine große Freude, Dominik und Kate vorzustellen. Die sprechen über das Öffnen geschlossener Systeme mit GlitchKit. Sie haben etwas interessant aus der Elektronik mit sich gebracht. Und wir sind gespannt zu hören, wie sie uns dabei helfen werden, unsere Geräte zu befreien. Also ein warmer Applaus für Dominik und Kate. Thank you. There we go. Everyone can hear me. All right, okay. I'm Dominic. This is Kate. Ich bin Dominic, das ist Kate. These are our faces. Das sind unsere Gesichter, nochmal in groß. And Twitter handles, if you und wanna, unsere Twitter-Handles, falls ihr live tweet about how terrible this is. Live tweet möchtet, wie right, schrecklich dieser Vortrag ist. Ich arbeite für hauptsächlich in Software und Firmware für Embedded Systems wie HackRF, GreatFat. Willst du erzählen, wer du bist? Ich hoffe, mein Mikrofon funktioniert. Ja, perfekt. Ich bin nicht wirklich in der Info-Security-Szene. Ich bin ein Reverse-Engineer. Also ich mache Projekte, mit denen man Informationen über Projekte kriegt und in die reinschauen kann. Und ich helfe Leuten, über verschiedene Systeme zu lernen und einen Fuß halt in die Tür zu kriegen. Und das hilft. Und wir haben unser gemeinsames Projekt, das ist der GreatFat, den maintainen wir gemeinsam. Wir kommen also zu diesem Vortrag von Leuten ausgehend, die im Gegensatz zu uns tatsächlich InfoSec-Menschen sind. Ich bin Ingenieurin und habe ein bisschen mit der Hacking-Kultur zu tun. Und worüber wir heute hier sprechen wollen, ist ein Tool, mit dem wir Leuten helfen wollen, ihre Systeme besser kennenzulernen. Und wir wollen damit helfen, dass Leute Sachen aufmachen können, und wir freuen uns darauf, wenn Leute diese Tools dann auch benutzen, um damit ihre Geräte zu öffnen. Und deswegen machen wir diese Werkzeuge eben auch Open Source und verfügbar für Leute. Michael Elizabeth Scott, Scanlime. Und wir wurden unterstützt von Maika Elizabeth Scott, die wunderbare Sachen macht. Und es sind auch ein paar Sachen jetzt in dieser Präsentation, die ihre Arbeit sind. Colin O'Flynn ist sehr erfahren mit Glitching. Und wir sollten uns auch bedanken bei Great Scott Gadgets, die uns ermöglichen, zu Veranstaltungen wie dieser zu kommen und hier Zeit zu verbringen und unsere Arbeit vorzustellen. Wir sind jetzt nicht absolut an der Speerspitze der Technologie, sondern wir sind Werkzeugmacher. Und diese Leute sind diejenigen, die die Wege überhaupt erst freigeräumt haben, auf denen wir dann schreiten konnten. Ich habe einfach hier Colins Wort aufgenommen. Das ist fantastisch, was er gemacht hat. Die Software ist großartig und die Tools, die Werkzeuge. Und ich habe keine Ahnung über dieses Glitching. Und wir haben uns darüber unterhalten. Das ist wirklich cool. Und es wäre großartig, wenn irgendjemand, der sich daran auskennt, also zum Beispiel ich, das aufnehmen könnte und dann eben ein System zum Glitchen bekommen zu können. Und viele Sachen kamen aus den Unterhaltungen mit diesen beiden Leuten. Und das ist wirklich großartig. Und hier ein bisschen Hintergrund, warum wir das machen. Das ist jetzt das Board für einen HDMI-Switch, außer nichts Außergewöhnliches, außer dass es vor ein paar Monaten benutzt habe. Da gibt es einen sehr großen, nervigen Fehler. Also wenn man ein Videospiel spielt, dann würde es halt flickern. Und was man dann mache, natürlich, was das jeder tun würde, der sich darin auskennt. Also der hab's auseinandergebaut und versucht herauszufinden, woran das Problem liegt. Und dann gibt es die ganzen Hotplug-Signale, die eben sagen, ob ein Kabel drinsteckt oder nicht. Diese Signale, die diese Signale übermitteln, hatten immer ein bisschen Störungen drin. Und immer mal wieder gab es halt Fehler, dass obwohl also kein Kabelfehler drin war, dass ein Kabel drin war. Und dann hat das halt zu einem Switchen geführt.
Das ist ein Intel 8051 Microcontroller, und wenn ich die Firmware für diesen Microcontroller gehabt hätte, dann wäre das wahrscheinlich 10 Minuten Arbeit gewesen. Also ein bisschen debouncen, ein bisschen Noise filtern, und dann hätten wir das einfach sehr schnell gefixt. Aber ohne die Firmware musste man halt die Firmware von null auf neu aufbauten oder halt andere Hacks benutzen, um dieses Gerät zum Arbeiten bekommen. Oder einfach, so wie ich es gemacht habe, einfach einen besseren HDMI-Switch zu kaufen. Und, ja, manchmal ist die Lösung einfach 50 Euro auszugeben oder eben einen Glitching Framework zu bauen. Das ist ein anderes Gerät, das ist ein, mit dem ich gespielt habe. Das ist ein, das Innere von einer Thermalkamera. Das ist eine relativ günstige, 200-300 Dollar Kamera. Und es wird ziemlich cool. Es hat eine SD-Karte, und wo die Bilder drauf gespeichert werden, einen USB-Port, der nur benutzt wird, um die Bilder auf einen Computer hochzuladen. Und hat einen ziemlich starken, großen Mikrocontroller drauf. Und es wäre großartig, so ein Board zu benutzen, um für Experimente zu benutzen, wo man Thermaldaten reinnimmt und einen PC weiterleitet. Aber die Designer haben da nicht so drüber nachgedacht, über diesen Use Case. Und das heißt, obwohl man so einen großen Mikrocontroller drauf hat mit 512 Kilobyte Flash, der wohl nur ganz wenig benutzt wird, kann man so viel nicht machen mit der Firmware, die da drauf ist. So. Deswegen haben wir Glück, dass die Firmware in einer zugreifbaren Form ist. Man kann die per USB auslesen oder ändern, und wenn man sich die Datei anschaut, dann sieht man hier am Anfang eine ARM-Cortex-Vektortabelle am Anfang. Am Anfang davor allerdings noch sind Metadaten. Und da kann man jetzt natürlich raten, was bedeuten wohl diese Metadaten? Was könnte das sein? Ist das vielleicht eine Länge? Also wie viele Daten jetzt folgen? Das sind so die Sachen, ohne, wenn man die nicht weiß, kann man ja noch nicht mal die Firmware zum Bootloader hochladen. Und der Bootloader, der ist natürlich auch bei diesen Firmware-Updates dabei. Der weiß, wie diese Uploads funktionieren. Also wenn man den Bootloader hat, wenn man da irgendwie rankommt, dann kann man da reingehen und den Code reverse-engineeren und herausfinden, welche Struktur diese Metadaten haben. Und durch das Glitchen konnten wir eben eine Verletzlichkeit herausfinden. Und das hat uns dazu ermöglicht, dieses Gerät zu hacken. Aber das wäre natürlich viel einfacher gewesen, hätten wir die Möglichkeit gehabt, den Bootloader einfach direkt rauszufinden. So, ich gebe dir den Klicker. Viele Sicherheitsprobleme, die wir haben, kommen daher, dass wir von irgendwelchen Voraussetzungen ausgehen, die dann nicht stimmen. Zum Beispiel, ja, der Code, den kenne ich, der funktioniert, aber funktioniert er gar nicht. Zum Beispiel String Copy. Das ist eine schlechte Idee, dem übergibt man eine Länge. Und dafür muss man natürlich wissen, wie lang ist die Eingabe, und entsprechend wird dann Platz auf dem Stack reserviert. Und ich habe schon von vielen Hackern gehört, dass das keine gute Idee ist. Und hier ist noch ein Paper. Da geht es um. Diesem Paper geht es um Parser, und stellt sich raus, dass Leute sind ziemlich schlecht mit verschiedenen Dateiformaten herauszukommen. Und dann, also man muss eine Annahme machen, dass wenn in einem Datenblatt man sagt, versorgt diesen Chip mit einer Spannung von hier bis hier, dann muss man die Annahme treffen, dass die Stromversorgung konstant und gut ist. Dasselbe gilt für eine Clock. Also man nimmt die Annahme, also solange die Clock-Geschwindigkeit in diesem Bereich ist, sollte alles gut funktionieren. Man muss diese Annahme treffen, dass die Clocks, also die Clock, also die Uhr, die Zeitgebung eben sich nicht dramatisch verändert.
Und das ist, wo jetzt eben das Glitching ins Spiel kommt. Was wir machen ist, wir machen diese Annahmen kaputt und benutzen das, um eben das Verhalten eines Teils zu ändern. Und das macht man einfach, indem man diese Annahmen anschaut und eben sich darauf beschränkt. Also, als würde man einfach davon nicht mehr ausgehen, dass man einen String bekommt, der schön mit Null terminiert und eine bestimmte Länge hat. Oder eben auch davon, dass diese elektrischen Spezifikationen einfach nicht eingehalten werden, wenn da steht, dass, wie die Clock aussehen soll, wenn man diese Unterstellung dann einfach mal hinterfragt, wenn man was ganz anderes macht, dann landet man bei den exploitativen Verhalten. Und das Hauptding ist, es gibt natürlich Methoden, um so einen Angriff zu vermeiden, aber die sind eben teuer, die sind komplex und die meisten Geräte versuchen eben so günstig wie möglich zu sein mit Mikrocontrollern, die dann eben in eine Kamera landen, damit die möglichst günstig ist. Und wenn man diese ganzen Angriffe vermeiden wollen würde, würden die Preise sehr stark steigen. Also die meisten Teile, die meisten Bausteine, die wir da draußen sehen, haben überhaupt gar keinen Schutz vor irgendwelchen solchen Angriffen. Und wie funktioniert jetzt dieses Glitchen? Wer von euch hat denn schon mal was geglitscht? Das sieht so aus, als wäre das ein großer Teil der Zuhörerschaft und ich habe jetzt auch vor einer Weile da was gemacht. Ich möchte euch mal ganz kurz erklären, wie das funktioniert hat. Prinzipiell reden wir über zwei Hauptangriffe, über die wir reden. Das eine ist die Clock-Glitching und das andere ist Strom-Glitching und hier beispielsweise haben wir ein Clock-Signal. So, da sieht man diese netten Clock-Impulse. Und die, wie manche sich das vorstellen, was zum Beispiel in einem Prozessor passiert, immer wenn ein Clock-Puls kommt, passiert alles auf einmal. Was aber in Wirklichkeit passiert ist, dass die Sachen natürlich hintereinander passieren. Also zuerst wird der Programmcounter erhöht und dann wird der Instruktor, die Instruktion gelesen. Und dann wird das interpretiert. Ist das eine Addition beispielsweise? Und all diese Sachen passieren eben nacheinander. Und wenn wir mal einen Blick in die Schaltung selber werfen, wie alles hintereinander passiert, sehen wir eben, das ist dauert eine Zeit und ist quasi fertig direkt, bevor der nächste Clock-Impuls kommen würde. Aber was passiert, wenn wir diesen Clock-Puls beschleunigen? Also wenn wir einfach den Clock-Puls schon wieder runterziehen, bevor der Clock-Puls überhaupt vorbei ist, bevor diese ganzen Instruktionen vorbei sind? Und dadurch können wir erreichen, dass der Instruction Pointer erhöht wird und das Ergebnis dieser Berechnung wird, mit dem passiert einfach nichts. Dann geht es weiter, aber die letzte Instruktion ist einfach nicht passiert. Und damit können wir sozusagen einzelne Teile des Codes überspringen. Right, Voltage Glitching. Okay, Spannungsglitching. Also in Chips sind ganz viele Transistoren. Das ist, war ein Einsatz? Nein. Ich weiß noch ein bisschen mehr, ja. Ich mache nicht so viel Hardware. Aber diese Transistoren, wenn die stabil, also wenn sie nicht gerade schalten, dann ziehen sie sehr wenig Leistung. Okay, ich muss nochmal nachfragen. Aber wenn sie switchen, dann ziehen sie viel mehr Strom. Also wenn man es machen kann, dass wenn sie switchen, dass man dann sehr schnell die Spannungen ändert, die man mit der man den Chip versorgt, dann hat man viel größere Chance, es zu beeinflussen, anders als das eben gedacht ist. Also wenn man ganz plötzlich die Strom runterdreht,
Zum Beispiel gerade wenn eine Checksumme berechnet wird, dann ist es sehr viel wahrscheinlicher, dass die Werte eben falsch rauskommen. Was man daraus mitnehmen kann, ist, dass wenn man einen Teil des Chips hat, der irgendwas berechnet oder eine Zustandsänderung macht, dann kann man da diese Geräte viel einfacher kaputt machen. Durch das Heruntersetzen der Spannung. Und wenn der Chip gar nichts macht, dann hat das nicht so viel Auswirkungen. Es sind nur die Sachen, die sich in dem Moment ändern. Zum Beispiel das Register, in dem gerade geschrieben wird oder was er gerade berechnet wird, dass sich das ändert. Damit sind wir damit durch. Fühlt sich irgendjemand jetzt informierter als noch vor 2 Folien? Wow. Das wäre natürlich viel besser, wenn das nicht gerade mein Arbeitgeber wäre. Hier haben wir mal was, ein Stück Code. Wir haben da einen Puffer und wir wollen diesen Puffer irgendwo hinschicken. Wir haben da eine Funktion, Send Byte heißt die. Und das ist hier links aufgeschrieben und rechts sieht man, wie das aussieht, wenn es compiled wurde. Und jetzt stellen wir uns mal vor, wir wollen diesen Puffer verschicken. Aber wir wollen das System eben auch so beeinflussen, dass auch alles, was danach kommt, nach dem Puffer verschickt wird. Und da gibt es ein paar Stellen in dem Programm, die da interessant sein könnten. Das sollte man vielleicht auch wissen, das ist Assembly, den ich geschrieben habe, ist so eine Mischung aus RISC und 8051 Assembler, so dass es möglichst alle Leute, die sich mit Assembler auskennen, verstehen können. Was wir als erstes machen, ist, wir multiplizieren. Das funktioniert besser auf einem schwarzen Hintergrund. Wir machen diese Multiplikation, um festzustellen, die Länge. Wenn wir hier angreifen, können wir eine Länge bekommen, die natürlich viel, viel größer ist als dieses Ergebnis. Und wenn wir dann die Funktion aufrufen, bekommen wir eben viel mehr Daten. Und hier ziehen wir jedes Mal die Länge ab. Wenn wir diese Subtraktion so umbauen können, dass sie auf eine seltsame Art und Weise funktioniert, dann könnte es sein, dass wir eine viel größere Nummer in das Längenfeld laden und dann auch wieder viel mehr Daten bekommen. Und dann ist hier noch der Jump. Wenn wir es hinkriegen, dass dieser Jump übersprungen wird, dann wird beim nächsten Mal die Zahl negativ und dann ist es sozusagen nicht mehr null und dadurch läuft das dann beliebig lange weiter. Und da haben wir eben die entsprechenden Stellen, wo wir angreifen müssen, um diese Instruktion so zu verändern, dass wir beliebig viele Daten übertragen können. Und danach kommt vielleicht ein anderer Speicherbereich, da liegen dann vielleicht die Firmware drin, also vielleicht Daten, die der Gerätehersteller gar nicht unbedingt irgendwie in der Öffentlichkeit haben will. Und mit anderen Techniken können wir es vielleicht dann auch hinkriegen, dass man nicht nur die Daten findet, die direkt danach kommen, sondern auch andere. Aber da ist natürlich bei allem das Timing absolut kritisch. Wir müssen genau wissen, an welchen Stellen das Gerät verwundbar ist. Und wir müssen genau an den Stellen was machen, damit wir den Effekt bekommen, den wir gerne hätten. Aber wir wissen natürlich vorher auch eben nicht, welche Glitche effektiv sind auf einem System. Das heißt, wir müssen viel experimentieren. Das heißt, wir brauchen eine sehr präzise Art und Weise, um die Zeit zu messen, relativ zu der Ablaufzeit des Programms. Und dieses Diagramm zeigt einfach, auf diesem Zeitstrahl, die ganzen roten Striche zeigen die Möglichkeiten, wo wir den Programmablauf beeinflussen können. Und das eine ist die Multiplikation und da sind überall die Decrement-Operationen und ganz am Schluss haben wir diesen Jump, diesen Sprung, wenn wir mit dem Loop fertig sind. Und da haben wir nur eine einzige Chance, an der Stelle ihn sozusagen zu überspringen.
weil danach haben wir null getroffen und dann ist es vorbei. Das sieht jetzt vielleicht ein bisschen synthetisch aus. Solche Schleifen sieht man hoffentlich nicht in allzu vielen Programmen, aber das ist genau das, wie Hardware, also beispielsweise wie ein DMA-Controller funktioniert. Da zählt jemand einfach die Länge immer runter und die Adresse hoch. Also selbst wenn das jetzt hier gerade synthetisch aussah, passiert das absolut auch in echter Hardware. Und wenn man einen DMA-Controller hat auf einem Mikrocontroller, was macht der wohl, wenn er einen Fehler trifft? Der kann ja dann nicht irgendwie eine Dialogbox aufmachen, es ist ein Fehler aufgetreten, sondern er macht einfach genau das, was ihm gesagt worden ist. Das ist ein kleines Python-Skript, das Kate hier zusammengehackt hat, das mit dem DMA-Controller spricht. Und es einfach, was macht nur? Und programmiert das in den DMA-Controller. Das ist jetzt nicht, das sieht man nicht in jedem Microcontroller, aber diese Fehlerprüfung ist ein. Also die CPU operiert auf dem Bus und wird benachrichtigt, wenn Speicher abgefragt, dass es gar nicht gibt. Aber ab und zu ein DMA-Controller hat gar keine Fehlerüberprüfung, weil es keine Möglichkeit gibt, diese Fehler abzufangen, wenn sie auf Hardware ausgeführt wird. Das ist, er macht dann also auch völlig problemlos einfach genau das, einfach beliebig viele Nullen zu lesen. Und hier haben wir jetzt 128 Bytes ausgelesen. Aber wenn ich jetzt das gleiche nochmal mache, von einer anderen Speicherstelle, mach mal 0000000. Da gibt es einfach Speicherbereiche, also zum Beispiel reservierte Bereiche, die es gar nicht gibt. Dann gibt es keinen Fehler. Er gibt einfach genau das aus, was wonach wir ihn fragen. Und wenn da einfach nichts ist, dann kommen einfach unsinnige Werte. Dann kommen halt einfach nur Nullen. Wenn wir jetzt aber den DMA-Controller überzeugen können, dass er einen Teil des Speichers lesen soll und damit einfach weitermachen, selbst wenn er an eine Stelle kommt, an der er eigentlich nicht lesen dürfte, dann können wir einfach weiterlesen und der DMA-Controller macht das, was wir wollen und wir lesen diese Daten aus. Wir können also zum Beispiel eine Adresse ausgeben, die ganz am Ende des Speicherbereiches ist. Damit lesen wir sozusagen das absolut letzte Byte aus und die 127 Bytes, die danach kommen. Also immer sozusagen eine Ziffer höher und dann fällt er natürlich zurück auf 0 und fängt an, ganz am Anfang des Adressbereichs zu lesen. Und wenn wir jetzt hier Werte übergeben können, die eben sehr, sehr lang sind, dann können wir den Speicher komplett auslesen und am Ende rollt er über und fängt vorne wieder an. Also mit 32 Bits Zahlen, da muss man nur an der Stelle, wo er auf 0 überprüft, einmal springen und dann ist es eben minus 1 und er liest dann weiter und weiter und weiter und wir kommen einmal komplett rum. Einer der grundlegenden Technologieteile, die wir benutzen, sind oder auf der unsere Arbeit aufbaut, ist dieser Chip Whisperer. Das ist die Lite-Version, das ist die billigere Version davon. Das ist ein Werkzeugkit, mit dem man so Strom-Side-Channel-Analysis machen kann. Es gibt Module für Clock-Glitching und Strom-Glitching. Und es gibt eben Software, die das hilft dir dann eben diese Glitches genau im richtigen Zeitpunkt zu machen. Dieser Synchronisierungspunkt muss eben spezifiziert werden. Also der Chip Whisperer Lite kann das eben nur
kann eben nur zwei Racing Edge Signale zu triggern. Es geht also nicht damit, dass man beispielsweise sagen kann, ich möchte das basierend auf einer USB-Kommunikation machen, sondern man kann nur sagen, dass an einer bestimmten Stelle, wo ein bestimmter Pegel ansteigt oder abfällt, also müsste man dann eine eigene Hardware machen, die an einer Stelle, die man braucht, eben ein entsprechendes Signal reagiert. Also man bräuchte dann beispielsweise Hardware am DMA-Controller, die zu einem bestimmten Zeitpunkt ein Signal rausgibt und dann weiß der Chip Whisperer, okay, jetzt lege ich los. Und wenn ihr jetzt hier mal das Datenblatt eines typischen Mikrocontrollers anschaut, diese ganzen kleinen Boxen am Rand, das sind die Peripheriegeräte, das sind die UARTs oder die ADC, die Analog-Digital-Wandler, die Digital-Analog-Wandler. Und wenn wir jetzt ein Gerät haben, wo es möglichst viele von diesen Peripheriegeräten belegt sind, da ist dann eine SD-Karte angeschlossen. Wenn ich da rein will, dann brauche ich eben spezielle Hardware, die entsprechend feststellen kann, wann werden diese Geräte genutzt. Und dann brauche ich eben spezielle Hardware, die man da ranhängen kann. Und da weiß ich dummerweise auch nicht, ob das überhaupt funktioniert. Und deswegen hätten wir natürlich gerne auch einen Werkzeugkasten, den man einfach an USB-Port hängen kann. Lass uns heute mal USB ausprobieren. Und damit kann ich dann nach kurzer Zeit wissen, dass ich mit USB-Zugriffen entsprechend mein Timing machen kann, sodass ich interessante Effekte bekomme. Also das daran noch einmal gearbeitet in den letzten Monaten. Das vereinigt jetzt sehr viele dieser Feature, die wir benutzen wollen. Das vereinigt zum Beispiel verschiedene Synchronisierungsfeatures. Das ist einfach nur ein Diagramm von Klitschke, aber wir gehen jetzt in einer Sekunde ins Detail. Das ist unser Open Software Framework. Das funktioniert mit anderen Open Source Hardware und hilft dir eben von ein System zu so schnell wie möglich anzugreifen. Damit können wir eben sozusagen beliebige Transistoren auch simulieren, anstatt dass wir eben selber Hardware erstellen müssen, die man dann an bestimmte Busse anschließen kann, sodass man dann eben auch diese ganzen Modifikationen, wenn sie funktionieren, an all diesen Bussen anwenden kann und damit dann eben auch schnell ändern, welche der Busse man entsprechend angreifen will. Wir möchten gerne die Anzahl der Hardware, die man braucht, um Hardware-Hacking zu machen, auf null runterbringen. Das funktioniert natürlich nicht, aber wir haben es so klein wie möglich gemacht und eben hier einen Prototypen gemacht, festgestellt, das funktioniert. Dann haben wir wieder ein paar Teile eingespart, ein paar Kupplungskondensatoren und haben gesehen, okay, es geht auch. Und was wir jetzt am Ende haben wollen, ist eben ein Gerät, was viele von diesen Peripheriegeräten simulieren kann. Und dass wir das sozusagen von den entsprechenden Datasheets aus nachbauen können in Software. Und das ist dieses Gerät, das ist der GreatFET. Und der ist ein Mikrocontroller-Board, das den habe ich nicht verstanden, designt hat. Im Endeffekt ist das ein Breakout-Board mit all diesen Anschlüssen, wie zum Beispiel dem USB-Kram, über den wir vorhin gesprochen haben. Die Designs gibt es momentan auf GitHub, das ist Open Hardware. Und wie es dazu kam, dass es eben dieses Board gibt, war bei der Entwicklung vom HackRF. Da haben wir eben diesen einen Controller entdeckt und festgestellt, oh, da kann ja tolle Sachen, den würden wir gerne auch nochmal in einem anderen Zusammenhang benutzen.
dann könnte man ja zum Beispiel einfach in den USB-Port stecken und dann könnte man bestimmte Protokolle, SPI, einfach direkt sprechen. Und diese großartige Plattform, da kann man dann eben diese ganzen Features drauf bauen mit Add-on-Boards, mit sogenannten Shields. I have no problem calling them neighbors. I have a problem with the fact that I spell neighbor differently to the rest of the company. Das war jetzt ein kleiner Wortwitz, den man nicht übersetzen kann. Eine Sache noch. Als wir über GrapeFab gesprochen haben, über dieses Board, wenn ihr ein Radio-Badge habt, also wenn ihr auf dem CCC-Camp wart, dann habt ihr dieses Teil im Endeffekt schon, weil die Software, die wir geschrieben haben, die funktioniert auf diesem Badge. Allerdings ist das nicht die empfohlene Art und Weise, weil eben viele von den Ports leichter sozusagen auf dem neuen Board verfügbar sind. Also, lass uns mal kurz durchgehen. Es gibt drei Hauptteile davon. Als erstes haben wir den Event-Router und diese lässt uns verschiedene Sachen nehmen, die in der Zielhardware passieren und sie in interessanter Weise zu kombinieren. Also wir haben... Looking really quizzical about me about this, I'm sorry. So maybe we want vielleicht, to, you know, vielleicht möchten wir einfach nur das machen, wenn das andere passiert, oder wir möchten mit der Clock was machen, wenn dieser GPO angeht, oder wir möchten diese Events eben zusammenstecken und irgendwas Komplizierteres zu machen. Zum Beispiel von dem Hardware-Zustand. Also eine allgemeine Aufgabe ist, wenn man diese Geräte benutzt, ist, dass man Sachen synchronisiert zwischen verschiedenen Aufgaben. Also zum Beispiel, man möchte zum Beispiel ein USB-Gerät angreifen, man macht einen Strom an und man wartet dann für das System, dass es bootet. Und man wartet, dass es der Microcontroller gestartet ist. Und an diesem Punkt kann man dann gewisse Stimuli anmachen und einen Angriff durchführen. Oder man ein Gerät, das dann mal anmachen muss. Und man hat eine Clock, die das Gerät treibt, aber man möchte diese Clock eben erst an einem gewissen Zeitpunkt anmachen. Dieses Event-Routing-System ist das Herz von GlitchKit und es hilft dir, all diese verschiedenen Informationen, Stimuli zu nehmen und eben andere Sachen zu treiben. Also, okay, wenn das jetzt angeht, dann möchte ich auch eine Clock starten. Und ich möchte jetzt warten, bis das System gebootet ist und darauf warte ich halt drauf, dass ein GPO irgendwie angeht. Und wenn das dann passiert, dann möchte ich noch ein Stimuli drauf werfen. Und ganz am Schluss dann, wenn das passiert ist, dann möchte ich eben einen Glitch auslösen. Das ist also das, was all diese verschiedenen Teile miteinander verbindet. Es gibt auch einen Clock Management Section Teil. Das macht so Sachen wie sicherzustellen, dass all die verschiedenen Teile eurer Systeme eine gleiche Clock haben. Also alles auf einer selben Zeitbasis funktioniert, passiert. Und dass halt alles auf derselben Clock passiert, wie das Zielgerät oder eben der Chip Whisper. Also, dass einfach alles, was passiert, sozusagen entsprechend aufeinander aufbaut. Und das ist besser, das natürlich direkt zu haben, als wenn man auf externe Clocks angewiesen ist. Wir wollen ja eben die Clock genau haben, um das entsprechend Clock glitchen zu können. Müssen wir sie natürlich auch verändern. Entsprechend funktioniert dann die externe Clock eben auch nicht. Die ist dann eben nicht mehr stabil. Deswegen, wenn man jetzt zum Beispiel irgendwas hat, was ganz, ganz genaues Timing braucht, dann ist es natürlich sinnvoller, eine gemeinsame Clock zu haben, so dass sie alle wirklich genau gleichzeitig miteinander funktionieren. Weil wenn wir da ein Offset haben, eine Verzögerung zwischen dem Start und einem bestimmten Punkt, dass es dann wirklich konsistent ist. Was dann kommt, wenn wir beispielsweise einen Bootloader glitchen wollen, dann müssen wir vielleicht auch direkt den Chip anschalten und dann eigentlich direkt sofort irgendwas machen. Aber manchmal wollen wir eben die Hardware auch proben, also wir wollen sie erstmal ganz normal starten und erst wenn bestimmte Geräte hochkommen, sozusagen irgendwas machen. Also beispielsweise
können wir hier einen USB-Host emulieren und da dann zum Beispiel ein Flash-Gerät dranhängen. Und dann warte ich vielleicht einfach darauf, bis eine Anforderung kommt von dem Gerät. Und das kann eben lange dauern, dann muss das Gerät erst enumeriert werden und da hängen vielleicht 5 oder 6 USB-Geräte dran und dann ist es völlig unklar, wie lange es braucht, bis sozusagen wir an der entsprechenden Stelle sind. Wir warten also sozusagen, bis alles fertig ist, bis wir ein bestimmtes Kommando bekommen und dann schicken wir an das Glitch-Kit die Information. Jetzt fängt der Timer an zu laufen. Also diese ganzen Hardware-Funktionen, die kann man eben davon abhängig machen, dass man einen bestimmten Befehl bekommt. Ich werde das erst machen, wenn ich meinen Deskriptor bekommen habe, zum Beispiel, sodass ich dann eben weiß, an welcher Stelle davon abhängig eben der Zeitpunkt kommt, wenn das Gerät angreifbar ist. Und manchmal ist genau dieser Stimulus, auf den man da warten muss, dass man eben gerade genau eine Response, eine Antwort auf ein bestimmtes Kommando erwarten möchte. So können wir das dann eben auch mit dem Routing-System verknüpfen. Also man kann zum Beispiel das USB-System anmachen und dann schickt man ein bestimmtes Kommando raus. Und daraus kann man dann wiederum neue Ereignisse generieren, also zum Beispiel eine Glocke anschalten. Dadurch, dass es uns ermöglicht, mit dem Gerät für längere Zeit zu interagieren, und dadurch haben wir eine deutlich größere Angriffsoberfläche, weil wir an jeder Stelle des Codes, der in den Geräten läuft, beliebige USB-Funktionalitäten abwarten. Weil wir natürlich nicht wissen, welcher der verschiedenen Teile in dieser Kommunikation am angreifbarsten ist. Das ist eben vielleicht auch gar nicht unbedingt so klar alles definiert. Manchmal werden diese Sachen ja eben auch ganz schnell zusammengeschmissen am Tag, bevor sie dann eben auch in die Produktion gehen müssen. Da heißt es dann, okay, ja, was soll's, ziehen wir einfach eins von einem Integer ab. Und dann hat man dann eben ein Fehler, der, wo man eigentlich auch erstmal hinkommen muss, an dem man erstmal finden muss. Weil es kann ja auch einfach sein, dass in dem Gerät erstmal der Speicherbus an einer bestimmten Stelle runtergehen muss. Das heißt, dadurch, dass wir das Projekt über die lange Zeit beobachten können, erhöhen wir deutlich die Angriffsoberfläche. Okay. Und jetzt kommen die eigentlichen Trigger, das ist das, wofür wir das Gerät eigentlich haben. Das sind diese teilweise wirklich sehr komplizierten Verfahren. Also zum Beispiel haben wir den einfachen Ereignistrigger. Da machen wir dann sowas wie einfach diese Linie, dieses Signal geht hoch oder runter oder 5-mal hoch. Dann können wir an dieser Stelle einfach etwas auslösen. Wir können sozusagen auch sagen, wir machen irgendwas direkt, nachdem ein Signal zum 5. Mal hochgeht oder direkt, wenn es zum 4. Mal erscheint. Diese einfachen Ereignistrigger haben eine ganz einfache boolsche Kondition, die kann man auch beliebig miteinander verschalten. Das Komplizierteste, von dem ich vom Beispiel vorhin gesprochen habe, ich habe einen Mikrocontroller, der liest Informationen von einem externen Flash und an einer Stelle in diesem Lesevorgang möchte ich was machen. Da könnte ich natürlich einen SPI-Flash nachbauen, der so tut, als wäre er ein SPI-Flash. Und dann kann ich aber stattdessen auch einfach sagen, okay, das verhält sich jedes Mal gleich beim 4. Lesezugang oder beim 24. Lesezugang, wenn die Clock zum 24. Mal hochgeht, dann ist genau der Moment, auf dem ich sozusagen diesen Trigger ansetzen möchte und der ermöglicht dann an der Stelle beispielsweise die Clock zu starten oder ein anderes System mit einer Clock zu versorgen.
die ganzen zeitbasierten Sachen einfach auch einen bestimmten Stimulus zu erzeugen, USB-Pakete zu verschicken. Und man will ja, dass man sozusagen an irgendeiner Stelle das Gerät einschalten kann und dann eben warten, bis irgendwas passiert, also bis dann zum Beispiel USB-Kommunikation beginnt. Oder man hat auch eine LED, wo man dann sagen kann, okay, sobald diese LED angeht, passiert irgendwas. Das funktioniert leider gerade nicht. Aber da sind wir natürlich dran. Als nächstes haben wir die serielle Schnittstelle als Trigger. Also da haben wir dann eben die ganzen Geräte, wie beispielsweise einen Router, den ihr von eurem Internetanbieter bekommt. Die haben eine serielle Schnittstelle und da kann man dann eben diese serielle Schnittstelle an den Chip Whisperer anschließen. Und dann kann man eben auch die Zeit davon abhängig machen, wann eine bestimmte Meldung kommt. Oder man nimmt den Trigger-Input, um eben deinen Logic Analyzer zu benutzen. Also Debug-Informationen eben außerhalb des Glitches zu kommen. So, eine der Sachen der Arbeit, die wir gemacht haben vor ein paar Jahren, war das sehr die Inspiration, die wir daraus gezogen haben von meiner Freundin Maika. Sie hat ein USB-Tablet, das sie hatte, und wir wollten es benutzen, um als generelle Code-Ausführungs-Engine, um die Idee umzusetzen. Und sie wollte eben diesen RFID-Reader, um mit der eigenen Firma zu betreiben und eben RFID-Tokens zu lesen, das ganz nahe an dieses Tablet gehalten wird. Dieses Ding benutzt man normalerweise mit einem normalen Zeichenstift. Und wenn man den Stift nah ranhält, dann erkennt das der Chip eben. Und dadurch kann man eben Informationen kommunizieren. Ja, also hier, ich bin ein Stift, ich habe jetzt so und so stark getroffen. Und diese Art Funktion, es sieht so aus wie ein RFID-Chip, der halt auch so eine gewisse Modulation macht. Also der Pen empfängt ein bisschen Strom, Energie und kommuniziert dann, wo es gerade ist und auch wie stark es eben gedrückt wurde. Und RFID empfängt Energie und sendet dann wieder Informationen zurück. Und sie hat die Idee, dass man das eben, dass diese zwei Sachen eben genau ähnliche Sachen an der Hardware sind. Und sie wollte das eben, Firmware Execution auf diesem Gerät kriegen. Und sie hat sich das angeschaut und hat gesehen, dass es ein spezieller Microcontroller drauf ist, eine komplette eigene Architektur. Und es hat ein Debug-Interface, eine Schnittstelle, und die war zwar an, aber es war nicht dokumentiert. Also es war dokumentiert und da konnte sie eben an die Firmware kommen. Was sie gemacht hat, ist, sie liebt es einfach total, irgendwie in diese Geräte reinzugehen und sich so nutzen zu machen, wie die USB-Pakete gesendet werden und wie man das dann eben auch für Angriffe nutzen kann. Also man sieht hier jetzt, wie USB funktioniert. Es wird ein Kontrollbefehl geschickt. Man schickt erst den Kommando. Das passiert in einem Zustand, der Setup-Zustand heißt. Und der sorgt eben dafür, dass USB-kompliante Geräte mit irgendeiner Art von Beschreibung antworten, die sagt, was sie so sind. Also zum Beispiel sagen sie mehr oder weniger, hallo, ich bin ein Vakuumtablett. Und dadurch weiß das Betriebssystem dann eben durch diesen Device-Descriptor, was es für ein Gerät ist. Und kann eben auch anzeigen, ja, da wurde jetzt ein Vakuumtablett angeschlossen. Und um eben ein kompliantes Gerät zu sein, muss jedes Gerät so eine Beschreibung senden. Und dafür nimmt man ein kleines Stück, ein kleines Stück, das im Speicher liegt, was wird dann einfach per DMA rausgeschrieben wird. Also hier gibt es dann so ein kleines Paket, das wird dann als Antwort einfach rausgeschrieben. Und dann gibt es die Bestätigung, dass dieses Paket empfangen wurde.
Da sehen wir also jetzt sozusagen das Setup, dann der Descriptor und dann die Antwort, der Descriptor ist angekommen. Und in diesem einen Paket in der Mitte, da hat sich das Gerät dann eben entschieden, ein sehr, sehr langes Paket zu verschicken. Das könnten an der Stelle also auch mehrere Pakete sein, die dann zusammen eine Meldung ergeben. Also wenn man 512 Bytes beispielsweise hat, dann könnte man die auch in mehrere kleinere Pakete hintereinander zerlegen. Und wenn wir uns anschauen, wie ein USB-Gerät funktioniert, meistens so ähnlich wie der Host-Controller. Es gibt eine Linkliste. Da stehen immer drin, wie viele Bytes übertragen werden müssen und eben in welchen Speicherbereichen die Daten stehen, die man übertragen will. Also immer die Länge und die Adresse. Und wenn ich hier anschaue, wie der Descriptor-Request sozusagen angelegt wird, dann sieht man, wie das Gerät mit tatsächlich einem kleinen DMA anfängt. Erstmal 256 Bytes von dieser Adresse rauszuschieben. Das ist das meiste, was auf diesen Bus passt. Das liegt eben daran, wie dieser Bus funktioniert. Dann wird die Länge jedes Mal verkleinert und die Adresse hochgezählt. Und das macht er dann eben so lange, bis das Längenfeld sozusagen bei Null ist. Und bei USB gibt es eben keine Terminierung im Protokoll, sondern man schickt einfach ein Paket raus, was kleiner ist als die Mindestlänge. Das schickt dann also hier sozusagen einfach noch ein 0-Byte-Paket raus, um zu sagen, okay, hier sind wir fertig. Wenn man jetzt eigentlich hier anfängt mit Spannungsglitches oder mit Zeitglitches, mit Clockglitches, dann sieht man, dass dann einfach man ein Paket verschicken kann, was größer ist als 0-Byte. Und dadurch wird dann einfach weiter übertragen, immer in diesen Paketen. Und wenn wir eben ein Gerät haben mit so einem DMA-Controller, der funktioniert, wie die meisten DMA-Controller funktionieren, dann wird er nicht bei einem bestimmten Segment dieses Speichers aufhören, sondern der läuft dann einfach weiter und überträgt den gesamten Speicher. Um also an dieser Stelle das auszulösen, brauchen wir eben eine Möglichkeit, mit diesem Gerät zu interagieren. Und dafür habe ich dieses Gerät gebaut, den Face Whisperer. Das ist sozusagen die kleine Vorgängervariante. Und da ist einfach ein USB-Host-Chip drauf. Und was der macht, ist mit sehr genauem Timing sich selber rein zu synchronisieren in die Ausführung dieses Tablets und an der Stelle dann eben USB-Pakete zu schicken und den Chip Whisperer zu starten, dass er eben kleine Pakete abschickt. Und damit konnte sie dann eben den Mikrocontroller glitchen und damit konnte sie eben dann auch Angriffe ausloten, die ihr dann am Ende ermöglicht haben, diese Firmware auszulesen. Und dadurch hatte sie dann eine neue Art gefunden, eben diesen Bootloader auszulesen aus dem Gerät. Das hat sie natürlich gemacht, weil sie einen Hyperfokus hat und gesagt hat, okay, ich will diese Firmware sehen, ich baue da jetzt extra ein Gerät, nur um diese Fehler zu finden, um dann die Firmware auszulesen. Ja, in der nächsten Zeile haben wir versucht, diese Idee zu nehmen und es einfacher zu machen. Klitschke gab es damals noch nicht, als sie das gemacht hat. Also Design und Ball, diese ganzen Schritte, die sie durchgehen musste. Wir können das jetzt einfach nur mit diesem Python-Code machen. Beide von uns lieben es, Technologie für Leute zur Verfügung zu stellen.
Und einer dieser Ziele von diesem ist, das habe ich auch Maika versprochen, ist, dass wir, wir nehmen diese ganze Technik, wo man so eine speziell entwickelte Hardware braucht und verschiedene Ebenen des Verstehens von den Geräten und dann daraus was zu machen. Man kann das dann relativ einfach machen. Und das ist jetzt der Backend-Code für das Gleiche eben mit Glitkit. Das wurde in Python geschrieben, aber wir wollten eigentlich durchgehen, aber wir sind ein bisschen knapp mit der Zeit. Wir würden uns freuen, das mal zu erklären, aber wahrscheinlich nicht jetzt. Aber das Interessante, das Wichtige ist, dass man muss das nicht immer schreiben. Denn Glitkit hat auch eine Oberfläche, wo man das sich einfach zusammenklicken kann. Man kann das also direkt in der Oberfläche konfigurieren. So, Demo time first. Oh, okay. First demo, just show off the Chip Whisper GUI. Okay, wir werden jetzt eine kleine Demo zeigen und dann werden wir noch ein bisschen über unsere Arbeit zeigen. Das ist jetzt die Oberfläche. Wir haben jetzt hier diese verschiedenen Glitchkit-Methoden, die eben in diesem GreatFET reden. Es gibt sehr viele Kabel, die man jetzt hier nicht wahrscheinlich sehen kann, auf unserem Tisch hier. Und wir haben hier einen GreatFET und einen Chip Whisperer, die mit unserer Target-Hardware verknüpft sind. Also man wählt jetzt hier direkt aus, was man mit wem man reden möchte. Also der GreatFET, der USB-Stack liegt. Das heißt, ich wähle das aus und man kann dann gleich auswählen, ich möchte jetzt den Device Descriptor auslesen. Ich möchte ihn genau dann auslesen, wenn irgendein Pin hochgeht und so weiter. Das ist ein bisschen schwierig zu sehen hier, aber wenn man hier schaut, hier sind die ganzen Konfigurationssettings. Das sind irgendwelche Vorkonditionen, wenn irgendwas generiert wird. Man kann jetzt in dieses Interface gehen. Also wenn das jetzt passiert, dann und das passiert, dann möchte ich, wenn das zum vierten Mal passiert, also die ganzen komplexen Konditionen, über die wir schon geredet haben, und dann wird die Software eben genau das auslösen, also diesen Chip Whisperer dann sagen, er soll jetzt das und das tun. Natürlich würden wir jetzt hier nicht die Arbeit von anderen Leuten einfach so übernehmen. Wir mussten an einer Stelle uns gegen unsere eigene Schöpfung wenden. Hier haben wir einen GreatFET, der wurde stark bearbeitet. Da wurden eben die ganzen Koppelkondensatoren ausgelötet und das soll es eben ermöglichen, genauer die entsprechenden Spannungsversorgung runterzureißen. Und damit kann man dann eben an einer bestimmten Stelle genau eine bestimmte Spannung einstellen oder eben auch die Spannung auf Null runterzureißen. Hier habe ich hier ein Entkopplungsnetzwerk, das die ganzen Koppelkondensatoren auf der Platine ersetzt und das wird dann eben über eine Impedanz angeschlossen, sodass man das entladen und wieder laden kann. Also es tut mir leid, Michael Osman, dass wir das Gerät, was du erstellt hast, sozusagen komplett zerstört haben. Aber vielleicht müsste man eher sagen, es tut uns allen gegenüber leid, weil schaut euch das doch einfach mal an. Wir haben das eben ganz oft retweetet bekommen und es wurde uns ständig gesagt, oh, macht doch mal eure Platine sauber bitte. Wobei man auch ehrlich sagen muss, dass diese Modifizierung eben gemacht wurde nach ein paar Getränken an Weihnachten. Was wir aber eben machen wollten, war dieses Board zu glitchen, um die Firmware darunter zu bekommen. Andererseits ist es natürlich Open Source. Insofern haben wir die Firmware schon. Und deswegen. Also, er schreibt hier Briefe, dass man das nicht machen soll, obwohl es Open Source ist. Wir sind natürlich haben natürlich sehr viel Angst davor, dass wir hier dafür verklagt werden. Das heißt, wir werden jetzt einfach den Bootloader angreifen, der im Read-Only-Memory steht.
Die LPC 43, die Serie hat ein USB-DFU-Bootloader und auch so gewisse USB-Funktionalitäten. Und es gibt hier nur einen ROM-Abschnitt. Kann ich jetzt nicht hier zeigen, aber dieses Gerät hat einen USB-Bootloader, das all das tut, was das Tablet tut, weil es eben mit dem USB-Standard kompatibel ist. Deswegen haben wir jetzt hier einfach die gleichen Glitching-Attacken angewendet auf dieses ROM. Da ist natürlich die Frage, warum ist das interessant, dieses ROM anzugreifen? Weil es so eben möglich ist, einen Teil des Speichers auszulesen, der in diesem Shadow-Schattenbereich liegt. Es ist das ganz tiefe RAM. Alles andere, eben was wir kennen, kommt danach. Aber wenn man sich eben auch anschaut, der sichere Modus, also was sie da machen in diesem Bootloader, ist es ein verschlüsseltes Image zu lesen von einem Flash-Chip, es zu entschlüsseln und in einem SRAM zu speichern und von da aus dann eben aus dem Shadow-Bereich das zu starten. Und wenn wir den Shadow-Bereich angreifen können, dann haben wir die Möglichkeit, von da aus weiterzulesen und eben auch die entschlüsselten Images auszulesen. Das ist jetzt der schwierige Teil. Schau, das passiert, wenn du auf meiner Maschine versuchst, was zu machen. Das muss sich eben erst verbinden und anfangen zu blinken. So. Löschen wir die Tabelle von den vorhergehenden Abläufen. Und jetzt schickt es hier eben einen USB-Befehl an das Gerät und liest die Antwort aus. Und wir sehen eben, es jetzt anzeigt mit Farben, was ist eine gute Antwort, was ist eine schlechte Antwort. Und man sieht eben, alle Antworten, die hier zurückkommen, sind schlechte Antworten. Und da kann man eben auch anschauen, was ist da jeweils passiert. Man sollte vielleicht auch erwähnen, dass das hier ein Simulacrum ist der Maschine, wie sie normalerweise laufen würde, also durch ganz viele Intervalle laufen, um eben dann die zu finden, wo man angreifen kann, aber wir haben ja hier nicht so viel Zeit. Statt einfach alles durchlaufen zu lassen, springt er an verschiedene Stellen in diesem Ablauf. Und wir bekommen deswegen eben ganz viele Antworten, die wir da auch erwartet haben. Also beispielsweise hier steht hier 18 Bytes und dann kommen auch 18 Bytes. Aber hier sehen wir ja, das ist deutlich mehr Daten. Und wir simulieren das eben, weil es nicht ganz so schnell geht, wenn man es normalerweise laufen lässt. Und in einem vorhergehenden Ablauf haben wir das hier gedumpt in diese Datei, in diese Hex-Datei. So, I'm just gonna turn up my font size. That would be appreciated, I think. Also ich mach mal die Schriftgröße größer. Was wir also sehen, ist, was wir hier auslesen konnten aus dieser Datei. Was wir in diese Datei reinspeichern konnten, war eben alles, was wir ab dem USB-Descriptor ausgehend lesen konnten. Was wir hier gefunden haben, hier zum Beispiel steht USB-C und hier steht USB-S. Und das sind sehr, sehr aussagekräftige Strings, denn das sind USB-Kommandos, die geschickt werden, die nur bei USB-Bulk-Speichern verwendet werden. Und das ist hier eben eine Antwort mit einem Status. Das zeigt also, dass dieser Bootloader auch die Möglichkeit hat, ein USB-Host zu sein, USB-Massenspeicher zu sein. Und dann gibt es eben hier auch einige Codes für ROM-Funktionen, von denen wir gar nicht wussten, dass sie überhaupt in diesem Chip sind. Wir konnten also aus dem Code für dieses NXP
Gerät sozusagen rauslesen, was sozusagen alles an undokumentierten Funktionen da noch drinsteckt. Wir haben das jetzt nicht so lange laufen lassen, wir haben jetzt nicht so viel Daten bekommen, aber die Theorie ist, dass man, nachdem man das einmal laufen lassen kann, dann hat man eine komplette entschlüsselte Firmware, von der man dann sozusagen auch herausfinden kann, wie man sozusagen aus der verschlüsselten Firmware die entschlüsselte ermitteln kann. Wir haben jetzt hier keine Zeit mehr für Fragen, aber wir sind ja gleich da draußen, da könnt ihr mit uns sprechen, oder ihr schaut in den IRC-Kanal, den habe ich jetzt leider nicht verstanden. Da könnt ihr vorbeikommen. Vielen Dank, dass